habe 20 Jahre direkt unter den Flugzeugen gewohnt, in Spandau. Da bin ich groß geworden, sind mit meinen Eltern hingezogen, da war ich so 7 und da habe ich lange gewohnt und das jeden Tag und jede Nacht auch mitbekommen. Da konnten Sie doch sicher ganz schlecht schlafen, oder? Mitunter schon, damals war das aber noch weniger. Das ist ja immer mehr geworden die ganzen letzten Jahre. Und jetzt, wenn ich meine Eltern besuche, kann ich da kaum noch schlafen, das stimmt. Die Gesetze sagen eigentlich, dass das nicht geht, ein Flughafen mitten in der Stadt, umgeben von Gegenden, wo ganz viele Leute wohnen. In den Einflugschneisen, wo die Flugzeuge drüber fliegen, in Berlin wohnen über 200.000 Menschen, ja, und in den Einflugschneisen von Tegel. Und das geht eigentlich nach den deutschen Gesetzen, geht das nicht. Der wurde ja damals gebaut, als Berlin noch halb besetzt war von Franzosen und Amerikanern und Briten. Da ging das und jetzt hat der sogenannten Bestandsschutz, er ist noch da, aber wenn dann der neue große Flughafen aufmacht im Süden von Berlin, dann muss Tegel zugemacht werden. Also das geht eigentlich nicht anders. Wir haben ja jetzt in 3 Wochen Bundestagswahlen und da hat jeder 2 Stimmen. Also mit der ersten Stimme wählt man den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin. Und der da am meisten Stimmen kriegt in dem Wahlkreis, kommt dann in den Bundestag. Und mit der zweiten Stimme wählt man die Partei. Nur wenn man mich wählt, nur dadurch, dass man mich wählt, wird Tegel ja nicht geschlossen. Aber wenn man mich wählt und wenn ich in den Bundestag komme, dann werde ich Politik machen im Bundestag dafür, dass Tegel so schnell wie möglich zugemacht wird und auf keinen Fall offen bleibt, wenn es den zweiten Flughafen, den großen in Berlin gibt. Damit wir Ruhe haben. Ökologisch-demokratische Partei. Wir sind also für mehr Beteiligung der Bürger an dem, was passiert bei uns in der Gesellschaft und im Staat. Wir sind für Umweltschutz und Klimaschutz und auch natürlich Lärmschutz. Ich meine, du bist ja Direktkandidat der ÖDP für Spandau und für Charlottenburg-Nord. Ja. Und ich wollte gerne von dir wissen, warum du dich entschlossen hast, Direktkandidat für die ÖDP zu werden und warum du dich so engagierst für die Schließung des Flughafens in Tegel. Das sind ja im Prinzip 3 Fragen. Also Direktkandidat in Spandau deswegen, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, da habe ich 20 Jahre, wie gesagt, oder 25 Jahre direkt unter den Flugzeugen gewohnt. Und da möchte ich mich auch für Spandau einsetzen und konsequent für Berlin und für Spandau Umweltpolitik, Klimapolitik und natürlich auch Verkehrspolitik mitgestalten, wenn ich an die Flugzeuge denke. Warum? Flugzeuge, habe ich schon gesagt, habe ich da gewohnt, habe ich darunter gelitten. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir haben das Lärmproblem, was alle erreicht. Auch die, die jetzt nicht von morgens bis abends an Umweltschutz denken, die hören das und die können schlecht schlafen. Wir haben aber natürlich durch die Flugzeuge ein Umweltschutzproblem, durch den CO2-Ausstoß, wir haben ein Klimaproblem und wir haben das allergrößte Problem damit, dass die ganze Gesellschaft, auch die, die niemals fliegen, ja, das mitbezahlen, die Folgen mitbezahlen, weil es eben auf Flugbenzin keine Steuern gibt. Jeder Autofahrer, Taxifahrer, Busfahrer muss Steuern bezahlen, wenn er tankt. Und wenn ich fliege, das geht alles steuerfrei. Darum sind Flüge auch mitunter billiger als eine Taxifahrt. Ich komme nach Dublin für weniger Geld als von hier vom Kurt-Schumacher Platz in meinen Wahlkreis, also du wärst, nach Spandau. Du wärst also dafür, dass Flugbenzin generell besteuert wird? Ja, das ist längst überfällig. Also da geht es erstmal ja um Chancengleichheit zwischen den Verkehrsmitteln. Wenn ich jetzt überlege, welches Verkehrsmittel ist umweltpolitisch, klimapolitisch schädlicher, dann kann ich auch gewichten. Steuern heißen Steuern, weil sie steuern. Dann kann ich gewichten und dann sagen, Fliegen muss teurer werden als Bahnfahren, Autofahren. Aber erstmal geht es darum nicht. Erstmal geht es darum, dass die Verkehrsmittel gleich behandelt werden, also Flugbenzin besteuert wird. Wenn ich jetzt nur darauf achte, dass Tegel zugemacht wird und die Flugzeuge woanders fliegen, habe ich wenig gewonnen. Dann habe ich für euch was gewonnen, für die Menschen, die hier wohnen, für die Menschen in Spandau, aber nicht für das Klima allgemein.
Deswegen sind wir als ökologische Demokraten dafür, dass generell weniger geflogen wird. Zwei Drittel mindestens aller Flüge von Berlin nach Berlin könnten total wegfallen, weil es Inlandsflüge sind. Inlandsflüge in Städte wie Frankfurt, München andere, die man innerhalb von 4 Stunden mit dem Zug erreichen kann. Wenn die Strecke nach München fertig ist, sind es deutlich weniger noch als 4 Stunden. Da muss man nicht fliegen. Wenn das wegfällt, wenn das entsprechend besteuert wird und auf die Schiene umgelenkt wird, dann wäre hier also ein großer Teil des Fluglärms weg und damit auch ein großer Teil der Abgasbelastung, der Klimabelastung. Wir haben eine Aufgabe, den Menschen klarzumachen, dass sie vielleicht lieber in der Uckermark ihren Urlaub verbringen sollten als auf Mauritius. Ja? In die Uckermark komme ich mit dem Fahrrad oder mit dem Zug, da muss ich nicht fliegen. Aber es gibt natürlich Situationen, es gibt Ziele, wo das Flugzeug ein sinnvolles Verkehrsmittel ist, zumindest sein kann. Aber zu diesen Zielen gehört nicht Frankfurt und meines Erachtens auch nicht Brüssel, auch nicht Warschau. Und ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung, ÖDP zu wählen, weil wir sind konsequent für Umweltschutz, für Klimaschutz. Heute ist das ja bei allen Parteien mit drin. Das finden wir auch gut. Das war vor einiger Zeit, als die ÖDP entstanden ist, noch nicht so. Da war Umweltschutz tatsächlich noch eher was für Exoten. Und wie hat ja der vorhin hier vorbeikam gesagt, für Spinner. Aber heute ist das nicht mehr so. Das ist gut. Nur das Original bekommt man bei uns. Bei der ÖDP, die Frage der Demokratie, der Stärkung auch direkt der Demokratie, die Kritik an der Einflussnahme von denen, die Geld haben, Konzernen und so weiter, die mit Spenden, die mit Zuwendungen aller Art die Politik bestimmen können und das auch massiv tun, dagegen wendet sich die ÖDP völlig zu Recht, denn nur wenn wir da ansetzen, bei Wirtschaftsinteressen ansetzen, Wirtschaftsinteressen entlarven, Wirtschaftsinteressen dahin zurückschicken, wo sie hingehören, erst dann können wir konsequent Umwelt- und Klimapolitik machen. Darum stehe ich für die ÖDP hier. Insgesamt sind das pro Jahr über 20 Millionen Flüge in Berlin. Das ist entschieden zu viel. Zwei Drittel könnten wegfallen, weil es Inlandsflüge sind. Wenn ich auf die Schiene gehe. Aber die Kritik daran, dass es auf der Schiene nach Prag zum Beispiel zu lange dauert, die ist ja nachvollziehbar. Die Kritik habe ich auch. Und von daher ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich diese wichtige Zugverbindung Berlin, Dresden, Prag, Budapest und so weiter, diese paneuropäische Zugverbindung, dass wir die ausbauen, um auf diese Flieger verzichten zu können. Ja? Das ist nicht organisiert. Sagen Sie was, wir machen einen kleinen Film. Nee, ja, ich komme aus Tempelhof. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so extrem habe ich mir das nicht vorgestellt. Man kommt hier vor wie im Krieg. Ne? Wie war das in Tempelhof? War das nicht auch ähnlich? Ja, nee, so stark haben wir das nie empfunden. Man kommt sich vor wie im Krieg. Ne? Also, das ist wirklich. Sie waren auch froh, als Tempelhof damals nichts gemacht hat. Ja, klar war man froh. Aber man hätte mit dem Tempelhofer Flughafen mehr machen können. Dass er jetzt da so wie eine Wüste aussieht, ist nicht extrem. Ne? Freunde von mir, die hatten früher einen Garten hier nebenan. Ja. Da sind die auch immer direkt so runtergekommen. Das fand ich immer schon eindrucksvoll und auch irgendwie völlig pervers. Ne? Tempelhof ist ein Kurort gegenüber Tegel. Ich finde das auch, es ist doch Zynismus, wenn manche heute damit werben, Tegel zu retten. Es geht doch nicht darum, Tegel zu retten. Es geht darum, die Menschen in Tegel, in Wedding, in Spandau zu retten. Und die Menschen vor diesem Fluglärm zu retten. Es ist ja pervers, was da oben abgeht. Ich meine, diese Parole, die jetzt eigentlich von der anderen Seite kommt, Berlin braucht Tegel, die ist ja ganz richtig. Berlin braucht Tegel, das ist ein ganz normaler Spruch. Der würde hier auch herpassen. Berlin braucht Tegel, los, für bestimmte Sachen. Heißt ja nicht wofür. Also jedenfalls die Weiterführung ist. Und wie gesagt, weil ja doch fast alle, die da jetzt dafür sind, haben ja finanziell irgendwie damit zu tun. Ne? So logisch, als der Taxifahrer möchte der Tegel bleiben. Weil er immer da sein Geld verdient. Oh, ja.
trifft dann keine. Aber das ist nämlich der. Aber dieses Argument mit der einen Stunde Fahrzeit im Jahr, wenn man in Urlaub fährt, die man da einspart, ist kein Argument mehr. Viele sagen doch. Das kann man sich jetzt mal ausrechnen, ne? Wie viel Zeit pro Jahr das ausmacht, wenn ich einmal im Jahr tatsächlich in den Urlaub fliege. Viele fliegen ja gar nicht einmal pro Jahr, sondern viel seltener. Das sind finanzielle Interessen. Das sind natürlich auch in dem Fall dann finanzielle Interessen von Geschäftsleuten, von Firmen, wo häufiger geflogen wird. Und da muss man sich dann auch fragen, und da kann man sich dann auch fragen, ob das dann nicht auch ein Anlass ist, auf die Fliegerei zu verzichten und mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren, wenn ich da eine Tagung habe. Wir sind mit dem Zug auch gleich in der Innenstadt meistens. Genau. Während man mit dem Flughafen immer außerhalb der Stadt ist, ne? Im Normalfall. Es sei denn, man hat den Flughafen tatsächlich in der Stadt, so wie hier. Ja. Und dann können eine Viertelmillion Leute drumherum nicht mehr schlafen, nicht wahr? Gott sei Dank ist ja da noch nicht so viel passiert. Was da passieren kann über bewohntem Gebiet. Ja, das ist so. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja? Dankeschön. Danke, genau. Ihnen auch. Und viel Ruhe. Viel gute Reise zurück in Ihren Kurort. In Kurort-Tempel. Ja. Und wählen Sie richtig. Alles klar. Warte, gebt Ihnen noch was mit. Spandau, aber wo habe ich denn euch die Programme hingetan? Wir sind da drin. Natürlich gibt es technische Lösungen. Es ist möglich, Flugzeuge zu bauen, die leiser sind. Es ist möglich, Flugzeuge zu bauen, die weniger Kerosin verbrauchen. Wir müssen uns aber auch über Werte unterhalten, darüber, was uns wichtig ist. Als Tegel gebaut wurde in den 70er Jahren, ist ein ganzer Wald dafür abgeholzt worden. Ja? Also welche Relation, was ist uns was, wie viel wert? Und da müssen wir feststellen, Fliegen ist viel zu billig, Fliegen ist Volkssport geworden. Da müssen wir weg, von dieser Mentalität müssen wir weg. Punkt. Politik hat die Aufgabe, hier zu steuern, hier zu lenken, hier einen Rahmen zu schaffen, dass dieser Wandel tatsächlich auch stattfinden kann. ÖDP. Alles andere ist sowas von gestern.